In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Das stammt nicht von mir, auch nicht von Alexander Kluge, sondern von einem Dichter des 17. Jahrhunderts. Und das könnte vielleicht sogar jetzt auch für Joe Biden und seine Ernennung von Jerome Powell als Fed-Chef, also der bleibt. Und auf der anderen Seite hat er dann Lael Brainard als Vize-Chefin nominiert, was bedeutet, dass Clary da fertig hat in der Fed. Und das war vielleicht ein nicht allzu kluger Schachzug. Und die Märkte haben ihm heute schon signalisiert, anhand vor allem der Tech-Werte im Nasdaq, die zunächst mal nach oben schossen, dann aber eine ziemlich heftige Umkehr zeigten, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee war. Gucken wir uns die Dinge mal an. Dieses In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Das ist ein Film von Alexander Kluge. Die Älteren kennen ihn wahrscheinlich. Hoffentlich. Jedenfalls eigentlich ein Ausspruch des Dichters und Epigrammatikers Friedrich von Logau aus dem 17. Jahrhundert, dann 1974 ein Filmtitel von Kluge und Edgar Reitz, der großartige Edgar Reitz. Jedenfalls ist das, was Paul heute gemacht hat, was Biden heute gemacht hat, ein bisschen halbgar, denn es bringt eigentlich niemand was. Er hat jetzt Jerome Powell erstmal bestätigt. Kontinuität, der hat seine Sache in der Corona-Krise gut gemacht, so die Auffassung der Wall Street. Aber ich muss ja irgendwie die Brainard ja auch belohnen, also hat er sie als Fed-Vize installiert. Was hat ein Fed-Vize eigentlich für Aufgaben? So ziemlich gar keine. Dagegen gäbe es innerhalb der Fed ganz wichtige Posten in Sachen Bankenregulierung. Das hat sie jetzt nicht bekommen, eigentlich ihre Kernkompetenz. Und hier sehen wir mal das Statement von Biden, wo er sagt, ja, also ich bin sicher, dass sowohl Paul und Brainard, die werden immer in einem Atemzug genannt, das soll also ein Team sein. Er hat jetzt praktisch die Brainard so ein bisschen an die Seite gestellt von Paul, dass die also es schaffen, die Inflation zu bekämpfen und überhaupt auch mit Klimawandel und so weiter, diese ganzen Geschichten, die wahrscheinlich Jerome Powell jetzt nicht so sehr interessieren, darf man annehmen. Jedenfalls ist das alles so ein bisschen halbgar, ein bisschen unklug, vor allem unklug gegenüber den Linken innerhalb der US-Demokraten, die Powell noch brauchen wird, wenn er sein Build Back Better Programm präsentiert, das wahrscheinlich deutlich abgespeckter ist. Und das ist für die Linken innerhalb der US-Demokraten ohnehin schon eine Niederlage. Jetzt wird die Brainard praktisch ihre Kandidatin so auf den Vizeposten weggelobt, ohne großen Einfluss. Ob das wirklich so klug war, das sei mal dahingestellt. Die Märkte haben zunächst mal Party gemacht, aber dann passierte Folgendes. Dann stieg der Dollar. Warum auch immer, ich halte diese These, dass Brainard noch dovischer sei als Jerome Powell für Quatsch, denn du kannst nicht dovischer sein als Jerome Powell, das geht nicht. Er hat ja wirklich alles getan, was eine Taube machen kann, mehr kann man nicht tun, mehr könnte auch eine Brainard nicht tun. Jedenfalls, der Dollar ist stärker geworden und wir sehen hier, die Zinserwartungen sind massiv gestiegen, dementsprechend Gold gefallen. Hier sehen wir mal eine Auflistung dieser Zinserwartungen der Fed Fund Futures. Das wird hier ein bisschen deutlicher. Erster Zinsanhebungsschritt im Juni, Wahrscheinlichkeit 79%. Zweiter Schritt im September, Wahrscheinlichkeit 69%. Und dafür, dass sogar drei Zinsanhebungen passieren, sehen die Fed Fund Futures eine Wahrscheinlichkeit von 64%, also zwar knapp zwei Drittel. Das bedeutet, dass die Fed offenkundig weit hinter der Kurve ist und das haben die Märkte, die Zins- und die Anleihenmärkte heute der Fed sehr klar kommuniziert und auch Joe Biden sehr klar kommuniziert. Selbst die Wahrscheinlichkeit, dass im Mai schon die Zinsen angehoben wird, sehen die Fed Fund Futures hier bei 47% und das wäre noch vor dem Ende des Taperings, wenn es denn so kommt. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, dass jetzt Clarida, Waller und so vor Ballard gesagt haben, wir müssen im Grunde das Tapering schneller durchziehen. Wir müssen also die Schritte größer machen in Sachen Reduzierung der Anleihekäufe und all das, nämlich die stark steigenden Renditen, die steigenden Zinserwartungen, die haben den Nasdaq, der schon 1,2% im Plus war, dann sogar ins Negative geführt. Eine Tesla etwa fast 6% im Plus, um dann kurzfristig mal negativ zu werden, dann wieder 2% zu steigen. Das ist schon ein ziemlich wilder Ritt, aber wir sehen hier Elizabeth Warren, die not very amused ist über diese Entscheidung. Biden hat dann ihre Meinung dazu eingeholt nach seiner Entscheidung. Jetzt kann Biden sicherlich noch drei Fed-Mitglieder nominieren. Unter anderem diesen sehr, sehr wichtigen Posten für
Vice Chair for Supervision, also da ist Regulatorik, Finanzregulatorik, Bankenregulatorik, Marktregulatorik angesiedelt. Das wäre ein sehr wichtiger Posten, aber Biden kann dann noch zwei weitere Posten neu besetzen. Insgesamt dazu werde ich morgen dann was sagen. Wird ohnehin 2022 werden hawkischere Mitglieder abstimmen dürfen. Ultratauben fallen dann raus aus der Abstimmungsliste, das wechselt ja teilweise, nur der New York Fed-Chef und der Fed-Chef an sich sind permanent stimmberechtigt, auch der Vize-Fed-Chef. Aber wir schauen uns mal die Dinge weiter an. Hier sehen wir den Nasdaq als Future, Nasdaq 100 Future. Hier sehen wir, da waren wir bei 16.768 im Hoch, um dann knapp mehr als 300 Punkte erstmal abzustürzen. Aus dem Nichts eigentlich, eben weil die Zinserwartungen nach oben gegangen sind innerhalb der Fed Fund Futures und weil die Anleihemärkte darauf reagiert haben. Dann hatten wir noch eine ziemlich miserable Anleiheauktion. Da ist dann die zweijährige US-Staatsanleihe auf den höchsten Stand seit März 2020, also Beginn der Corona-Krise, gestiegen mit 0,58%. Wir sehen den Dollarindex auf dem höchsten Stand seit September 2020 und wir sehen, dass die Zinskurve sich verflacht, deutlich verflacht. Etwa hier die 2- und die 30-jährige ist jetzt so flach, diese Kurve, wie seit einem Jahr nicht mehr. Und wenn sie invertiert oder wenn irgendwann solche Kurven invertieren, also die kürzer laufenden Anleihen höher rentieren als die länger laufenden, dann ist das in der Regel ein Zeichen für eine Rezession. Und kommen wir nochmal zum Nasdaq. Der ist ja, wie gesagt, schon am Freitag gestiegen, eben durch die großen Tech-Werte wie eine Apple, wie eine Tesla. Das ging heute so weiter, aber wir sehen, selbst bei dieser Steigung, selbst bei neuen Allzeithochs, ist die Anzahl der Aktien innerhalb des Nasdaq, die ein 52-Wochen-Tief erreichen, also praktisch ein Tief seit einem Jahr, so hoch wie schon ewig lange nicht mehr. Das ist das letzte Mal passiert eben in dem Corona-Crash, also Index auf Allzeithoch, die meisten Aktien werden krass abverkauft, nur die wenigen großen, die halten das Ganze. Und wir sehen auch Schwäche etwa bei den unprofitablen Tech-Unternehmen, also den Werten, die kein Geld verdienen, sondern noch Geld verbrennen. Normalerweise gibt es da eine Korrelation, einen Zusammenhang zwischen dem Volumen von Optionen, die ja immer wichtiger geworden sind für die Märkte. Immer mehr Retail-Trader, die zocken Optionen auf Teufel komm raus. Und wir sehen, das Optionsvolumen geht weiter nach oben, neues Allzeithoch jetzt erreicht. Aber gleichzeitig geht unprofitables Tech-Wesen nach unten, könnte man sagen. Und das ist nicht gut für meine zweitbeste Freundin Cathy Wood. Die ist nämlich im Minus mit 14% jetzt seit der Jahresbeginn. Also der Nasdaq auf Allzeithoch. Und sie hat ja vorwiegend Aktien, die tech-affin sind. Aber die laufen nicht gut, diesen 14%. Oder sie ist mit diesem ARK mit 14% im Minus. Ja, eigentlich, wie Mohammed El-Erian sagt, eine super ruhige Woche. Wir haben am Donnerstag Thanksgiving. Da ist ohnehin Feiertag, am Freitag dann noch so ein Halbfeiertag, wo die Börse nur bis 19 Uhr deutscher Zeit aufhört. Aber es kommen wahnsinnig viele wichtige Daten. Wir haben erstens morgen dann oder jetzt in den nächsten Tagen bis Mittwoch Einkaufsmanager-Indizes, PCE, also Personal Consumption Expenditure Inflation. Wir haben Handelsbilanz, wir haben persönliche Einnahmen, persönliche Ausgaben und dann wichtig Consumer Sentiment, also Verbraucherstimmung, das wird wichtig. Dann das BIP, das ist allerdings nicht die Erstveröffentlichung, dazu noch die Fed Minutes, also das Protokoll der Fed-Sitzung und morgen eine Rede von Joe Biden zum Stand der Wirtschaft und der Inflation. Also da wird einiges gebacken sein, da wird einiges kommen. Morgan Stanley hat ja schon viele Wochen gesagt, also diese Rallye, die kann weitergehen, aber nur bis Thanksgiving. Dann erwartet Morgan Stanley, dass das Ganze aufhört. War das heute das erste Anzeichen dafür? Fragezeichen, aber das hat die Märkte schon geschüttelt. Da war plötzlich Volumen drin, da war plötzlich richtig Dampf in dieser ganzen Geschichte. Wir haben ein massives Tick gesehen von minus 1200, also wo extrem viele Aktien gefallen sind in Relation zu Aktien, die gestiegen sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das war schon sehr, sehr erstaunlich. Aber kommen wir nach Europa, hier hat man völlig andere Themen. Zum Beispiel die EZB hat heute moniert, dass also viele Banken jetzt die Klimaziele nicht erreichen. Sie wissen, die EZB fühlt sich ja jetzt als oberste Hüterin des Klimaschutzes und es scannt eben Bankbilanzen nach Krediten in Sachen CO2 und da ist man jetzt nicht so zufrieden, gell? Da werden jetzt dann die Daumenschrauben angedreht und da kann man dann auch mal übersehen, dass wahrscheinlich jetzt
in der nächsten Woche, wenn die deutschen Verbraucherpreise kommen, wir eine 6 vor dem Komma haben. 6%, aber die EZB, die schaut einmal in die Bankbilanzen wegen der Klimaneutralität. Gell, das ist ureigenste Aufgabe einer Notenbank, da sind wir uns klar. Und hier die Bundesbank sagt eben, ja, es kommt wahrscheinlich um und bei 6% rein. The inflation is everywhere. Hier ein scherzhafter Kommentar eines angelsächsischen Kommentators. Und die Deutschen und ihr TH ist ja bekannt. Hier sagt man Supply Disruptions, praktisch kein Wachstum mehr jetzt aufgrund eben dieser Einschränkungen, aufgrund der Lieferengpässe, aufgrund des Materialmangels etc. Und dazu beigetragen hat auch Angie, die scheidende Bundeskanzlerin, die gesagt hat, ja, also wir brauchen neue Maßnahmen und das klingt schon so ein bisschen nach Lockdown. Der DAX jedenfalls ist von Anfang an nicht mitgekommen mit den Amis, nachdem Merkel solches gesagt hat. Insgesamt sehen wir, dass hier die Carbonpreise, also diese Emissionszertifikate, jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen sind mit 70,22 Euro pro metrischer Tonne. Auch das ist inflationär, meine Damen und Herren. Das heißt, es wird immer teurer für die Firmen. Die müssen also immer mehr Geld bezahlen für das, was sie emittieren. Dann haben wir die Getreidepreise auf einem neuen Allzeithoch, jetzt fast bei 300, absolut neues Allzeithoch. Und meine Damen und Herren, noch wichtiger, Kaminöfen und Brennholz ausverkauft. Wir haben Wartelisten und der Grund ist der, Öl und Gas sind so teuer geworden. Deswegen wollen viele Leute Kaminöfen haben. Nachfrage nach Brennholz wächst. Und dementsprechend kann aber gar nicht so viel geliefert werden. Ich habe jetzt übrigens meinen Gasanbieter gekündigt. Viel, viel billiger wird es nicht, als die Preisanhebung war, aber schon etwas billiger. Aber dennoch, es ist eine massive Preissteigerung. Ich zahle mehr als das Doppelte jetzt als zuvor für die Kilowattstunde. Also es ist durchaus eben transitory, diese ganze Inflation. Die EZB kümmert sich jetzt erstmal um Klimaschutz, während wir sozusagen mit einer Inflation zu tun haben, die uns um die Ohren fliegt. Und das wird vielleicht auch am Ölpreis und an der OPEC liegen, denn Sie wissen ja vielleicht, die Amerikaner haben sich abgestimmt mit China, mit Japan, mit Südkorea. Die wollen ihre strategischen Ölreserven auf den Markt schmeißen oder zumindest einen Teil. Das würde das Angebot erhöhen. Wo viel Angebot ist, fallen die Preise und genau das hat der Ölpreis auch gemacht. Aber jetzt kontert die OPEC und sagt, ja dann, liebe Leute, werden wir uns was überlegen müssen. Dann werden wir halt die Produktion nicht mehr anheben oder sogar kürzen, damit wir den Preis wiedersehen, den wir haben wollen. Das ist ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Sehr spannend, denn das wird ein sehr zentraler Baustein der Inflation. Öl, Energiepreise, sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt plötzlich ein Kampf zwischen den Industrienationen auf der einen Seite und eben der OPEC auf der anderen Seite. Also auch das ist eine politische Spannung, die hier zu beobachten sein wird, die wirklich interessant ist. All das unter dem Video, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.